Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu Tonis Review. Heute geht's um die Sonicare Schallzahnbürste. Und was die so drauf hat, das erzähle ich euch jetzt. Viel Spaß. So, ich habe jetzt schon mal so ein bisschen was vorbereitet. Wie ihr seht, seht ihr erstmal noch nichts außer meine Hände. Zack, da ist sie. Die Sonicare Schallzahnbürste. Das ist die Verpackung. Dazu kommt noch so ein formschönes Ladeglas, sage ich einfach mal. Ja? Das Ladeglas lässt sich auch hier natürlich separat als ganz normales Glas verwenden, um nochmal mit einem Schluck Wasser nachzuspülen, beispielsweise. Gleich noch mehr dazu. Und natürlich diesem formschönen weißen Ladekabel mit USB. Ja, also lässt sich quasi auch am PC laden. Da haben wir auf der einen Seite normal USB, auf der anderen Seite ja, Micro-USB. Man kann sie also am PC laden, sowohl als auch an der 220 Volt Steckdose. Weitere Adapter sind übrigens nicht dabei, also Vorsicht, aufgepasst bei Reisenden, ja, immer schön den Adapter mitführen. So, dazu kommen noch so zwei kleine Käppchen hier, dazu gleich noch mehr. Okay, also, erstmal zur Zahnbürste an sich. Die haben wir hier in diesem schicken Case drin von Philips. Ja. Also das Teil ist so eine Hardbox. Ich kann es nicht zusammendrücken. Es ist also wirklich super geschützt, dass an das teure Teil auch nichts drankommt auf Reisen. Innen drin auf einmal die Farbe gelb, sticht sofort ins Auge. Da haben wir die Zahnbürste drin und natürlich dementsprechend auch die Bürstenköpfe. Ein Bürstenkopf ist etwas kleiner. Das hier der große, ja. Und dann dementsprechend hier auch nochmal der kleine. Zum Vergleich. Meine Freundin benutzt den kleinen, ich benutze den großen. Ja, also gar kein Thema. Man kann ja auch mal zwischendurch tauschen. Dann sind diese kleinen Kappen dabei. Diesen Kappen kann man zum Beispiel, wenn man sie nicht gerade in der Box hat, weil in der Box passt die Bürste an sich, der Bürstenkopf mit Kappe nicht rein. Das ist so eine Schutzkappe, die natürlich hier oben auch noch so schön belüftet ist. Die hat so Belüftungslöcherchen drin. Also das heißt, die Zahnbürste wird auch darin trocken. Das natürlich für beide Zahnbürsten. Ja, das Ladeglas ist so eine ganz besondere Geschichte. Hier unten, das ist ein Induktionsladegerät. Ich lege das Ladegerät auch mal zur Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch wieder 220 Volt Anschluss. Ja. Mit diesem Induktionsladegerät hier kann ich die Zahnbürste aufladen. Und zwar geht das ganz einfach. Ja, sie hat unten auch, ja, ist einfach unten so ein bisschen Silber eingehüllt. Und das Ganze, das heißt also, ich nehme das Ladeglas, stelle die Zahnbürste einfach rein und dann wird sie geladen. Wunderbar. Ja, hier unten erscheint dann so ein kleines Lämpchen. Die Lampe blinkt etwas schneller, wenn die Zahnbürste sehr leer ist. Wenn sie dann voller wird, vom Akku her, immer langsamer und irgendwann dann auch zuletzt ganz aus. So, zu den Funktionen der Zahnbürste. Ich packe jetzt mal alles hier zur Seite. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Die Funktion der Zahnbürste. Wenn ich jetzt den Knopf hier vorne betätige, man hört schon. Ja. Das ist der Clean-Modus. Bei weiterem Drücken aus. Okay, ich muss die Funktion schnell durchgehen. Ja? Bei weiterem Drücken habe ich hier nochmal den White-Modus. Der hat eine etwas andere Vibrationsfrequenz. Dann komme ich nochmal zum Polish-Modus. Der poliert die Zähne nochmal zweimal 30 Sekunden.
Einmal die vordere Schneidezähnenleiste und einmal die untere von vorne. Dann haben wir noch hier diesen Modus, das ist der Gum Care Modus. Der massiert einfach nur das Zahnfleisch oder sollte dafür da sein. Die Schwingungen ändern sich jeweils etwas. Und hier unten haben wir nochmal den Sensitive Modus. Der Sensitive Modus ist der gleiche Modus wie der Clean Modus. Er putzt quasi in Intervallen 4x 30 Sekunden. Das heißt also, man hat die Möglichkeit, 30 Sekunden die obere Zahnleiste von vorne zu putzen. Dann macht die Zahnbürste so ein leichtes Summen, das Geräusch, so zip, zip. So hört sich es ungefähr an. Dann für 30 Sekunden die innere Seite der Zahnleiste oben. 30 Sekunden unten vorne, 30 Sekunden unten innen. Ja. Das ist ein 2-Minuten-Programm, dann seid ihr komplett durch. Und die Zähne sind einwandfrei sauber. So, nochmal zu der Funktion der Zahnbürste, zu dem Programm. Ja, also das Clean-Programm hier oben, das erste Programm, das ich immer selber sehr gerne nutze, das läuft 4x 30 Sekunden. Das White-Programm, sag ich mal, hat eine etwas andere Vibrationsfrequenz und läuft 4x 30 Sekunden und dann nochmal 2x 15 Sekunden für die Zahnflächen. Ja, also etwas länger. Dann haben wir hier, jetzt mache ich es wieder aus. Das Politurprogramm, das läuft wie gesagt nur 2x 30 Sekunden für die vordere Zahnfläche oben und die vordere Zahnfläche unten. Das Massageprogramm für Zahnfleisch habe ich persönlich selber gar nicht ausprobiert. Ja? Und das Sensitive-Programm läuft ganz genauso wie das Clean-Programm hier oben. Ja? Damit ist es auch das letzte Programm hier in der Reihe. Also 4x 30 Sekunden. Von der Vibrationsrate eigentlich so wie das Clean-Programm, nur halt sehr, sehr leicht. So, was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass die Zahnbürste auch bei Reisen in der dazugehörigen oder in dem dazugehörigen Case geladen werden kann. Dazu legt man sie einfach nur hinein. Auf dieser Seite nun auch wieder kommt der Mini-USB-Anschluss zum Einsatz. Ja, der passt hier unten ganz genau rein. Auf der anderen Seite wieder, das ist unser ganz normales Ladegerät hier, ja, extra auch für dieses Case gemacht, der 220 Volt Anschluss. So kann man sich auf Reisen zum Beispiel laden und alles natürlich inklusive Bürstenköpfe wunderbar verstauen. So, zu der Zahnbürste an sich ist einfach nur noch mal zu sagen, ja, sie ist also sehr gut verarbeitet, sie sieht optisch super aus, sie ist weiß matt, sehr glatt irgendwo, aber also auch leicht, ja, durch das Matte ist sie so ein bisschen rauer und dennoch sehr griffig, ja. Eins ist mir zu der Zahnbürste allerdings aufgefallen, nach dem ersten Ladevorgang, vollständigen Ladevorgang, hielt die Zahnbürste ungefähr 1,5 Wochen durch. Ja, ich benutze ja, wie gesagt, mit meiner Freundin zusammen auf jeden Fall das Griffstück hier. Und das heißt, wir benutzen die Zahnbürste morgens 2 Minuten, abends 2 Minuten. Das sind also 4 Minuten am Tag. Ja. Und das auf eine Woche, sag ich mal 1,5 Wochen, da hat sie schon ganz gut durchgehalten. Nur jetzt nach mehrmaligem Laden, ich sag mal so ungefähr, ja, ich sag mal so 10 Ladevorgängen, ist mir aufgefallen, dass der Zyklus nachlässt. Ja? Also sie hält nicht mehr 1,5 Wochen, ja, bei gleichem Putzvorgang, sondern halt dementsprechend auch nur noch, ich sag mal, ungefähr 4 Tage. Ja? Wenn es dann im Ende zugeht, macht die Zahnbürste nach jedem Putzvorgang so ein leichtes Summen. Ja? Wenn man sie aus, sie schaltet sich automatisch ab nach diesen 2 Minuten und dann hört man so ein leichtes Vibrieren und merkt es natürlich auch in der Handinnenfläche. Dann muss sie geladen werden. Ja, mit der Bürste bin ich absolut zufrieden. Von mir eine ganz klare Kaufempfehlung. Also ich benutze keine manuelle Zahnbürste mehr, seitdem ich sie habe, und werde ich auch nicht mehr. Die Zähne vom Putzgefühl her sind super glatt und ich kann sie einfach nur empfehlen. Ja Leute, das war's dann jetzt schon wieder hier von mir, ja, auf Tonis Kanal. Ich hoffe mal, es hat euch wieder Spaß gemacht, also mir auf jeden Fall. Und wenn euch das gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt vielleicht oder meinen Kanal abonniert. Weitere Videos folgen natürlich, immer interessant. Ich bin ja up to date und check für euch die ganzen Produkte. Dementsprechend, ich wünsche euch was, ja, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Toni.